Hallo und herzlich willkommen zu Firewatch. Ja, das Spiel, für das ihr gewotet habt, was ihr sehen wolltet, gehen wir jetzt an. Und ja, ich habe keine Ahnung, worum es geht, obwohl das stimmt nicht ganz. Ich weiß, es spielt in Wyoming und wir sind ein sogenannter Lookout. Lookouts sind irgendwie so eine Art Förster, glaube ich, die dafür zuständig sind, dass die Wälder nicht abbrennen, wenn ich mich nicht irre. Mehr weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es ist, glaube ich, so eine Art Walking Simulator. Finde ich ganz interessant. Ich habe auch Everybody's Gone to the Rapture zum Beispiel durchgespielt. War sehr interessant, die Story. Also wenn sie einen packt, dann hält er das Spiel wirklich. Und wir gucken mal, was Firewatch drauf hat. Hat ja immer positive Kritiken abbekommen. Ich habe für euch die Untertitel eingestellt, weil ich glaube, es ist auf Englisch. Und für die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, die können sich dann zumindest an den Untertiteln vergnügen. Ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt durch. Los geht's. Jo. Neuer Speicherpunkt. Und jetzt schauen wir mal, was es mit Firewatch auf sich hat. Okay, erstmal ein Intro. Boulder, Colorado 1975. Okay. Also spielt schon mal nicht in der Jetztzeit. Oh. Okay, ich sehe Julia. Mal gucken. Sie ist ungefähr in deinem Alter. Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinem Kumpel ein Trinken. Ja. Toll, ich bin betrunken. Geil. Was sagen wir denn? Ach komm, scheiß drauf. Direkte Anmache. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt. Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Das geht ja fix. Ich hab's echt drauf, muss ich sagen. Die Mädels liegen mir zu Füßen. So, jetzt können wir interagieren. Wir stehen in einem Fahrstuhl. Was ist das? Ach, das ist ein Rucksack, ne? Okay, Objekte benutzen mit R2. Den nehmen wir mit, den können wir gut gebrauchen. So, lassen Sie mich mal raus hier, danke sehr. Okay, Tiefgarage. Kann ich die Feuerlöscher mitnehmen? Nö. So. Ein schönes Auto. Oh, ich kann einsteigen. Geil. Rinder. Ich weiß nicht mal, ob das mein Auto ist, aber ist egal. Haben wir jetzt ein ganzes Jahr übersprungen? Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr seid zusammen in einer Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Das kann sie nicht knicken. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebte sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnt ihr ihn nicht zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Also ich nehme definitiv den Schäferhund. Da könnt ihr euch mal sicher sein. Mame ist ein großartiger Hund. Er tollt gerne mit dir im Park herum und begleitet Julia beim Joggen. Er ist zu groß, um ihn mit in die Universität zu nehmen. Aber Julia liebt ihn dennoch. Ja, warum sollte sie den Hund nicht lieben, nur weil er nicht mit in die Uni kann? 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Kinder? Die sind nicht sehr schlau. Oder zu irgendwas nütze. Das ist die richtige Einstellung. Perfekt. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe.
Was nehmen wir? Ja, okay, wir wollen Kinder. Dann sollten wir vielleicht... Aber es geht mir irgendwie alles ganz schön schnell hier. Aber okay, wir machen weiter. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Nur habe ich ja keine Auswahlmöglichkeit. Das ist jetzt alles bei der Autofahrt passiert. Okay. Jetzt sind wir scheinbar hier in so einem Park. Und gucken mal, was hier los ist. Hier ist eine Karte. Können wir interagieren? Ist hier irgendwo ein Punkt, wo wir gerade sind? Don't forget to check in. Ja, keine Raketen, damit der Park nicht anfängt zu brennen, das ist klar. Hier darf natürlich nichts passieren. Alles Naturschutzgebiet. Ja, dann gehen wir mal hier lang, wa? Super. Wie viele Jahre überspringen wir jetzt? Ein Jahr, okay. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Ja, es gab auch noch keine Handys zu der Zeit, ist egal. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Werde ich sauer oder ignoriere ich sie? Wut muss herausgelassen werden. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Ja, so geht man mit seiner Frau um, das ist richtig. Leck mich doch, brüllte sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Boah, ist ja besser als Sims. Ein Jahr später. Julia zeichnet immer noch gerne. Ich wusste nicht mal, dass sie gerne zeichnet. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Okay, sie ist Biologin. Mhm. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Naja, ich spanne meine Muskeln an wie He-Man. Danke. Danke. Das ist doch mal ein Statement, dass mir mein Fernseher irgendwann mal sagt, dass ich toll aussehe. Das ist schön. Wie viele Jahre habe ich darauf gewartet? So. Gehen wir weiter. Es ist schon ganz schöne Lichtverhältnisse hier. So ein bisschen Sonnenuntergang. Ja, das sieht schon ganz cool aus. Ist natürlich keine realistische Grafik, aber es packt einen schon. Feuerwachturm Two Forks. 13 Kilometer. Alles klar. Okay, mit X können wir irgendwo rüber. Das dauert ja lange. Aber okay. Ja. Ein Jahr später. Ey, wenn das jetzt bis heute geht, ne, dann wird das eine lange Folge, Leute. Am Sommerabend geht ihr mit Mayhem spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Oh, 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 oh. Mayhem läuft weg. May... Ma... Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Ich poliere ihm die Fresse. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm. Aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark. Du heulst Rotz und Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Nein, das passt nicht zu mir. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Stimmst sie zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an gehen wir am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt 3000 Kilometer entfernt von Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Das ist auch richtig geil. Entweder ich... Das ist Liebe. Also entweder ich überrede sie dazu, das Angebot abzulehnen. Oder ich bin damit einverstanden. Aber sie pendelt. 3000 Kilometer hin und her. Ja. Pendel doch. Ich gebe nach. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden.
Aber sie würde es tun, wenn du nicht mit umziehen möchtest. Nö, sehe ich gar nicht ein. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Toll, jetzt sehe ich sie dreimal im Silvester noch. Ein Jahr später, Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hat, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher zwei Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Ihr macht Macaroni und versucht, bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Scheiß drauf, wir machen hier alles falsch. Es funktioniert! Geil! Ihr schaut euch das im Fernsehen an und schlaft auf der Couch miteinander. Gibt's da jetzt auch eine Szene zu? Nee. Okay. Kann ich mich bewegen? Nee, ich kann mich nicht bewegen. Oh, hier ist ein Buch. Tagebuch. Ich glaube, ich muss viel lesen in diesem Spiel. Das bin ich? Willst du mich verarschen? Mayhem wird langsam alt. Er bekommt graue Haare auf dem Rücken und heult auf euren abendlichen Spaziergängen nicht mehr herum. Ihr geht mit ihm zur Bar, um Freunde zu treffen. Es kommt euch so vor, als hätte sich nichts geändert. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt im Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauernd krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Oh Gott, die hat Alzheimer oder sowas. Du erzählst ihren Eltern von der Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufforderung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich. 88. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den zweiwöchigen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meinte, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Okay, nee, ich kümmere mich selbst drum. Okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen laufen. Ganz vorsichtig. Oh! Ein Hirsch. Hallo. Oh, du hüpfst aber schön. Toll. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könne aufstehen und herumlaufen, wenn du weg bist. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar, am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Sheila an. Sie hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals die Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 89.
Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über eine Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst es zu verheimlichen. Erzählst es dann aber deine Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor, du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Okay. Betritt den Feuerwachturm. Ich wüsste jetzt gern, in welchem Jahr wir spielen. Damit ich weiß, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Wir gehen auf jeden Fall hoch und dann ist die erste Folge auch schon zu Ende. Also das Intro hat mich jetzt schon mitgenommen. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Öffne die Tür, schalte den Strom ein. Naja, wo ist denn Strom? Da. So. Hier ist mein cooles Walkie. Oh. Hallo? Andersrum. Ja, danke. Funkgerät aktivieren mit L2. Dialogauswahl. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Okay, yeah, Delilah. What the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay. Boah. Okay, was ist die Antwort? Dich kann zu Hause keiner leiden. Probably out here because nobody back home can stand you. Which, after this brief introduction, is not a big shock. Ouch. I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Ja, es ist immer noch besser, als drei Leute umgebracht zu haben. Then. One sec. Now it's my turn. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. But 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh. Is that it? Close? Good night. Good night. Also wir reden ganz offen über unsere Probleme, das merke ich jetzt schon. Tag 1. Und dieses Bild wird auch das Ende der ersten Folge sein, liebe Leute. Ich hoffe, der macht jetzt hier so ein schönes Autospeichern. Ganz schön lange Ladezeiten. Na? Na? Da. Oh, wir schreiben noch einen Bericht fertig. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. Viel zum Thema. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Okay, das ist unser Zeichen. Hier ist Schluss. Also, ja, wir sind Lookout. Sind immer in Kontakt mit der guten Delilah hier über unser Walkie-Talkie. Und ja, die vermutet, dass wir vor unserem Problem weglaufen. Damit liegt sie ja gar nicht mal so unrecht. Und ja, wie es weitergeht, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ruhig ein Like oder einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Firewatch.